Königin Elisabeth I. Nach ihr ist ein ganzes Zeitalter benannt. Denn unter ihr steigt England im 16. Jahrhundert zur Großmacht auf. Doch die aufstrebende Königin muss sich immer wieder Verschwörungen erwehren, die ihr nach dem Leben trachten. Denn die Katholiken Europas haben der Protestantin den Kampf angesagt. Hier sind 4 tödliche Intrigen gegen Elisabeth I. Bloody Mary und der Tower. Mitte des 16. Jahrhunderts ist Elisabeth eine junge, ehrgeizige Protestantin, die Königin von England werden will. Aktuell ist das noch ihre ältere Halbschwester, Maria I. Und die würde Elisabeth lieber tot sehen als auf dem Thron. Denn Maria ist gläubige Katholikin und will den aufkeimenden Protestantismus in ihrem Land mit allen Mitteln unterdrücken. Denn die Protestanten stellen die gewohnten Hierarchien in Frage. Sie erkennen den Papst in Rom und seine Priester nicht mehr als Autoritäten an. Sie suchen einen direkteren Draht zu Gott über die eigene Interpretation der Bibel. Aus Sicht der papsttreuen Katholiken gerät damit die gesamte Weltordnung aus den Fugen. Es war Marias eigener Vater, König Heinrich VIII., der dem Protestantismus in England den Weg ebnete. Denn er wollte sich von Marias Mutter scheiden lassen, was Papst Clemens VII. Ihm jedoch verbot. Also sagte Heinrich sich von ihm los und ernannte sich einfach selbst zum Oberhaupt von Englands Kirche. Als solcher konnte er endlich neu heiraten und zeugte in der neuen Ehe seine zweite Tochter, Elisabeth. Anders als Maria wird Elisabeth jetzt protestantisch erzogen. Sie erweist sich als sehr begabtes Kind, beherrscht mehrere Fremdsprachen. Doch nach dem Tode Heinrichs und seines einzigen Sohns Edward gelangt 1553 zunächst ihre ältere Halbschwester Maria auf den Thron. Die Katholikin will das Werk ihres Vaters rückgängig machen und lässt Protestanten mit solcher Brutalität verfolgen, dass man sie bald schon Bloody Mary nennt, die blutige Maria. Auch Elisabeth ist Maria ein Dorn im Auge. Die verfolgten Reformer setzen all ihre Hoffnung auf die protestantische Thronkonkurrentin. Maria lässt sie deshalb bei erster Gelegenheit in Londons Tower sperren. Hier muss die junge Frau abwarten, ob sie das nächste Opfer der Bloody Mary wird. Erstmals blickt Elisabeth dem Tod ins Auge. Doch sie gibt sich nicht auf und versucht mit einer List, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sie schwört ihrer Halbschwester, eine treue Katholikin zu sein. Ich bin euch treu und untertan und werde es immer sein. Bist du etwa plötzlich katholisch geworden? Im Tower? Lasst mir etwas Zeit, euren Glauben besser zu verstehen. Ich muss viel lernen und das werde ich auch tun. Ich flehe euch an. Lasst mich gehen. Der Plan geht auf. Elisabeth darf den Tower verlassen. Sie besucht anschließend immer brav den katholischen Gottesdienst, um keinen Argwohn zu erwecken. Als Maria im Jahr 1558 überraschend stirbt, wird Elisabeth mit 25 Jahren Königin von England. Jetzt kann sie wieder ihr wahres Gesicht zeigen. Wie ihr Vater sagt Elisabeth sich vom Papst los und macht sich selbst zum Oberhaupt von Englands Kirche. Doch wie viele religiöse Reformen wird sie wagen? Wird sie die Hierarchien verflachen, wie von den Protestanten gefordert? Sie ist zwar mit ihrer Hilfe an die Macht gekommen, will aber vor allem eins: Frieden im Reich. Viele der Geistlichen, die nicht gestorben sind unter Maria, sind ins Exil gegangen auf dem Kontinent und mit Elisabeths Thronbesteigung dann wieder zurückgegangen. In der Hoffnung, jetzt können sie all diese großen reformatorischen Ideen alle umsetzen. Und das hat nicht ganz so funktioniert, weil Elisabeth sicherlich
eher konservativ war. Das sieht man dann auch in der Ausprägung, wie sich dann die Kirche in England entwickelt hat, also die Staatskirche, weil sie viele Reformbestrebungen ausgebremst hat. Also ihr war es sehr wichtig, die Autorität zu halten und einen hierarchisch strukturierten Kirchenaufbau zu haben im Vergleich zu einem eher breiter gefächerten, mehr die Gemeinden einbeziehenden System. Elisabeths halbherzige Reformation macht aus Englands anglikanischer Kirche bis heute eine Mischform aus protestantischem Glauben und katholischen Traditionen. Aber sie prägt nicht nur die Kirche. Sie baut auch Englands Schuldenberg ab und fördert den Handel mit Übersee. Das Königreich erstarkt. Doch das elisabethanische Zeitalter, kaum angebrochen, droht bald schon blutig zu enden. Die Rebellion des Nordens. Als Reformerin macht Elisabeth sich vor allem im katholischen Nordengland viele Feinde. Die mächtigen Grafen dort lehnen den Protestantismus ab und sind empört, dass die machtbewusste Königin ihnen immer mehr politische Rechte entzieht. 1569 setzt der katholische Graf Thomas Percy zum Gegenschlag an und bringt in Nordengland eine Rebellion in Gang. In der Stadt Durham besetzen Hunderte seiner Anhänger die Kathedrale und entfernen alle Symbole des Protestantismus. Percy will weiter nach York ziehen und hofft, dass sich noch mehr Katholiken gegen die Königin in London erheben. Der von Elisabeth entmachtete Papst versucht, die Rebellion weiter anzufachen. Er schickt eine Bulle nach England, also einen päpstlichen Erlass. Exkommuniziert! Das ist eine Anmaßung! Elisabeth wird von Papst Pius V. aus der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen. Ihre Königswürde wird aberkannt. Und er ruft die Katholiken Englands zum Widerstand gegen sie auf. Die junge Königin ist außer sich. Sie fühlt sich umzingelt von Feinden in ihrem eigenen Land. Hätte die Rebellion Erfolg, wäre Elisabeth wieder einmal mit dem Tode bedroht. Also mobilisiert sie Truppen zum Gegenschlag. Und sie hat Glück. Die Rebellion gewinnt keinen Zulauf. Die Loyalität zur Krone scheint stärker als die Religionsfrage. Elisabeth kann den Aufstand schnell niederschlagen und geht massiv gegen jeden vor, der die päpstlichen Verlautbarungen verbreitet. Was bleibt, ist ein enormes Misstrauen der Königin gegenüber ihrem eigenen Volk. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf sie von Seiten ihrer Berater, die ein entschiedeneres Vorgehen wollen gegenüber den Katholiken, um mehr Sicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Elisabeth am Leben bleibt, dass England protestantisch bleibt. Und man kann durchaus gerade dann in den späten 1580ern, 1590ern von einer gewissen Paranoia gerade auch unter Elisabeths Beratern sprechen. Rebellenführer Thomas Percy ist nur einer von hunderten verdächtigen Katholiken, die Elisabeth nach der Rebellion verfolgen und hinrichten lässt. Sie greift jetzt zu härteren Mitteln und will künftigen Verschwörungen vorbeugen. Maria Stuart und der Geheimdienst. Elisabeths Feinde aus Adel und Klerus ändern nach der gescheiterten Rebellion ihre Strategie. Sie haben es jetzt direkt auf die Königin abgesehen. Das Ziel der Verschwörer, Elisabeth ermorden. Und durch die katholische Königin von Schottland ersetzen, Maria Stuart. Doch die ist in einer schwierigen Lage. Wegen politischer Konflikte musste sie aus Schottland fliehen und sucht ausgerechnet Schutz im Königreich ihrer Cousine Elisabeth. Doch die stellt ihre Rivalin unter Hausarrest. Das ist letztlich auch das Problem, was diese Zeit von Elisabeths Herrschaft prägt. Was macht man mit ihr? Man wird sie irgendwie nicht los. Man kann sie aber auch nicht gehen lassen. Und es gibt diverse Verschwörungen, die darauf zielen, Maria zu befreien und auf den Thron zu setzen. Maria ist da immer unterschiedlich stark involviert. Aber das verstärkt dann auch, wir sprachen von dieser Paranoia der, von Elisabeths Beratern, das verstärkt das natürlich auch, diese Angst. Also es ist ein ständiger, potenzieller Gefahrenherd.
Um die immer neuen Verschwörungen von Maria Stuarts Unterstützern aufzudecken und zu verhindern, erfindet Elisabeths Regierung etwas völlig Neues. Einen Geheimdienst. Geleitet wird er von dem Sicherheitsminister Francis Walsingham. Der baut nicht nur ein Netzwerk aus Spionen und Maulwürfen in katholischen Kreisen auf. Er lässt auch tausende Verdächtige foltern, bis sie alle tatsächlichen oder vermeintlichen Attentatspläne und deren Strippenzieher verraten. Zwei Mordverschwörungen gegen die Königin konnte Walsingham so bereits aufklären, als 1586 Elisabeths eigene Höflinge es erneut versuchen. Angeführt wird die Verschwörung von ihm, dem Katholiken Anthony Babington. Er heuert einen ehemaligen Soldaten an, der Elisabeth ermorden soll. Babington teilt der Gefangenen Maria Stuart über verschlüsselte Briefe seine Pläne mit und bittet um ihren Segen. Die Briefe gehen in Weinfässern versteckt ein und aus. Was Babington jedoch nicht weiß, der Bote der Briefe ist ein Doppelagent des Sicherheitsministers Walsingham und leitet ihm alles weiter. Mit Hilfe moderner mathematischer Methoden schafft es der Geheimdienst, den Code der verschlüsselten Briefe zu knacken. Wieder mal ist Walsingham über alles rechtzeitig im Bilde und schlägt zu. Er macht nicht nur Babington den Prozess, sondern endlich auch der schottischen Königin Maria Stuart. Das Urteil: Todesstrafe wegen Hochverrats. Doch Elisabeth zögert, das Urteil zu unterschreiben. Bringt sie es nicht übers Herz, ihre eigene Cousine zu töten? Die beiden haben sich nie getroffen. Es gab Briefwechsel. Maria hat auch immer auf ein persönliches Treffen gedrängt, was Elisabeth abgelehnt hat. Also ich glaube, es ist weniger diese verwandtschaftliche Beziehung als die Tatsache, dass Maria Stuart ist zwar abgesetzt von den Schotten, aber sie ist eine gekrönte Königin. Und nach Elisabeths Verständnis ist ein gekrönter Herrscher, hat eine besondere Verbindung zu Gott. Und so jemanden kann man nicht einfach absetzen und so jemanden kann man auch nicht einfach hinrichten. Erst unter dem Druck ihrer Berater unterschreibt Elisabeth den Hinrichtungsbefehl dann doch. Am 8. Februar 1557 wird Maria Stuart enthauptet. Bitte vergebt mir. Ich vergebe euch von ganzem Herzen, denn ich hoffe, dass ihr all mein Leiden ein Ende bereiten werdet. Die Reaktion auf Maria Stuarts Tod lässt nicht lange auf sich warten. Der damals mächtigste Katholik der Welt sucht jetzt mit Elisabeth den Entscheidungskrieg. Philipp II., König von Spanien. Wird er Elisabeth am Ende stürzen? Spaniens Invasion. Spanien ist unter Philipp II. Auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er herrscht über die Weltmeere und ein gigantisches Kolonialreich in Amerika, das viel Gold und Silber einbringt. Unter Elisabeth erstarkt aber auch Englands Wirtschaft. Sie ist auf Expansionskurs, fördert die Seefahrt und den Welthandel. Und Piraten erbeuten von spanischen Schiffen Gold und Juwelen für Englands Königin. Spanien sieht sich herausgefordert. Auch weil Philipp II. Sich als Verteidiger des Katholizismus betrachtet, vor allem in England. Denn hier war er als Ehemann von Maria I. sogar mal König. Nach ihrem Tod macht er auch Elisabeth einen Antrag. Doch die lässt ihn abblitzen, wie auch alle späteren Bewerber. Warum tut sie das? In der Gesellschaftsordnung der Zeit ist die Ehefrau eigentlich dem Mann immer untergeordnet. Wenn wir jetzt eine Königin haben, die aus eigenem Recht herrscht, weil sie die Erbin ist, dann steht sie eigentlich oben. Welches Verhältnis hat sie dann zu diesem Ehemann? In diesem Kontext stehen diese Zitate, die sie dann bringt, von wegen, sie ist mit dem Single-Leben ganz glücklich und wird das so weitermachen und ist ja verheiratet mit England. Aber ich würde nicht sagen, dass sie von vornherein gesagt hat, oh, ich werde auf gar keinen Fall jemals heiraten, sondern ich glaube, dass
ja, auch was ist, was sich so entwickelt hat und nie der passende Kandidat zum passenden Zeitpunkt da war. Der Konflikt mit dem abgewiesenen König Philipp eskaliert schließlich, als die Katholikin Maria Stuart hingerichtet wird. Spanien lässt darauf 1588 seine Armada auslaufen. Der Plan? Die Invasion Englands. 130 Kriegsschiffe und zehntausende Soldaten machen sich auf den Weg, um Elisabeth zu stürzen. Jetzt könnte ihr letztes Stündlein geschlagen haben. Was sollen wir tun? Sie sind in der Überzahl, sie sind schwer bewaffnet und sie sind kampferprobt. Wir nicht! Wir sind der spanischen Armada nicht gewachsen. Doch Elisabeth und ihre Berater geben nicht auf und greifen zu einer Kriegslist. Nachts greifen sie die ankernde Armada mit Brandern an. Das sind unbemannte Schiffe, die mit Explosivstoffen beladen und angezündet werden, um die spanischen Schiffe zu rammen und in Flammen zu setzen. Die Spanier fliehen in Panik in alle Himmelsrichtungen. Bald darauf suchen Englands kleine wendige Schiffe die Konfrontation und bombardieren die wuchtige Armada, ohne selbst viel getroffen zu werden. Elisabeth hat derweil an der Küste ihr Heer versammelt. Sie ist bereit, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Ich habe nur den Körper einer schwachen Frau. Aber ich habe das Herz und den Mut eines Königs. Eines Königs von England. Angespannt erwartet die Königin den Feind am Horizont. Doch dann passiert das kleine Wunder. Das sind unsere Schiffe! Wir haben gesiegt! Die Invasion ist abgewandt. Elisabeth wird als Retterin Englands gefeiert. Zu Recht? Tatsächlich gab es einen gewaltigen Sturm, der Elisabeth zu Hilfe kam. Er versenkt nach der Seeschlacht über die Hälfte der spanischen Armada. Ein totales Desaster. Was auch immer Elisabeth zum Sieg verhilft, er ist der größte Triumph ihrer Herrschaft. Er rettet ihre protestantische Kirche und ist zugleich der Startschuss für England als neue Seemacht. Nach einer langen Herrschaft von 45 Jahren stirbt Elisabeth I. schließlich eines natürlichen Todes. Keine Rebellion, keine Verschwörung hat diese starke Frau zu Fall gebracht. Stattdessen legt sie den Grundstein für Englands Aufstieg zu einer Weltmacht, die später einmal den halben Globus beherrschen sollte. Was meint ihr? Was ist das Besondere an Elisabeth I.? Schreibt es gern unten in die Kommentare. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst uns ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen.